Hey Leute, hier sind wieder Benni und Stefan vom Aquapuristenkanal. Und ja, Stefan, du bist ja jetzt Garnelenexperte. Wenn ich mir jetzt einen neuen Stamm aufbauen möchte, also ich habe ja jetzt noch keine Traditionsstämme wie du hier seit Jahren auf Lager, sondern ich möchte jetzt einen neuen Stamm kreieren. Mhm. Wenn es die jetzt noch gar nicht gibt, ist klar, dann muss ich mir irgendwie dich nett fragen, ob ich aus deinem Mixbecken was rauskriege, wie wir jetzt auch für die Linienzucht davor hatten. Aber angenommen, diesen Stamm gibt es jetzt schon. Mhm. Da gehe ich jetzt in den Laden und sehe genau die Garnele, die entspricht meinem Zuchtziel, wie ich das gerne hätte. Kann ich dir mitnehmen und da jetzt meinen Stamm draus gründen oder wie würdest du da jetzt vorgehen? Ja, also genau, grundsätzlich ist natürlich die Quelle erstmal entscheidend, ne, oder beziehungsweise ein Indikator, das kann nicht unbedingt, ist nicht unbedingt entscheidend, aber ist schon mal ein guter Anfang, dass man dann schaut, wo kommen die Garnelen her, sind das Importtiere, sind das Tiere, die halt selber gezüchtet wurden von dem Züchter, ne? Weil Importtiere, da weiß man halt nie genau, wie erbfest die zum Beispiel sind, wenn man sich jetzt einen erbfesten, reinen Stamm neu ziehen möchte beispielsweise, ne, und dann die Farbe auch dauerhaft im Becken erhalten möchte. Auch selbst wenn man jetzt, sag ich mal, nicht mega die, so sag ich mal, die Zuchtambitionen hat und Tiere verkaufen möchte, aber einfach nur auf Dauer in seinem Becken die Farbe erhalten möchte halt, ne. Das ist ja, dafür ist es ja dann auch schon wichtig. Dann wäre es schon gut, wenn man dann nicht Tiere aus dem Import nimmt, weil aus dem Import ist es halt so, da, ja, die kommen ja in der Regel aus China, aus Taiwan und so weiter, Thailand teilweise auch, wo die dann halt in großen Bottichen gehalten werden, in großen Teichen teilweise auch, wo die dann halt zu Zehntausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden rausgeholt werden und dann sind halt ganz viele Farben dabei und dann werden die halt nach den Farben sortiert. Also nicht immer, das ist jetzt nicht immer so schrecklich, wie ich das jetzt vielleicht darstelle, aber ganz oft halt zumindest schon, ne? Und da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Also die sind meistens nicht so gefestigt, weil wie gesagt, da eher so die Riesenmassenzucht vorherrscht. Und ja, da so können natürlich die schönsten Garnelen dabei sein, ne? Also wenn da jetzt da eine richtig ist, die total toll ist, die ich jetzt haben will, dann habe ich ein Problem, oder? Genau, so unter 10.000, da wirst du garantiert richtig gute Garnelen auch beifinden, ne, die dann immer wieder auch dabei rauskommen, selbst wenn da noch, sagen wir mal, das ist ein oranger Stamm und da kommen aber vielleicht auch rot, grün, schwarz, blau, alles mögliche bei raus, ne, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber kann auch vielleicht sogar tatsächlich so sein, weiß ich nicht, aber sagen wir mal, ne, unter den ganzen, wenn die aber ursprünglich Orange reingesetzt haben, weil sie auch hauptsächlich nachher die Orangen wieder raushaben wollen, werden natürlich auch sehr viele Orange, schöne Orange dabei rauskommen. Und die könnte man natürlich dann auch nehmen und weiter selektieren. Also die kann man als Ausgangsmaterial nehmen, aber dann ist der Weg natürlich länger, muss man dazu sagen. Das heißt, es dauert dann wieder, weil dann muss man halt die nächste Generation wieder selektieren, weil da werden dann wieder andere Farben bei rauskommen wahrscheinlich. Ne? Das kann man machen. Aber wenn man sich den Weg verkürzen will, wäre es dann halt definitiv interessanter, wenn man sich die Tiere direkt vom Züchter holt. Ja, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel auch machen. Ne? Ein bisschen Werbung sozusagen. Nein, aber also ich bin nicht der Einzige, ne? Aber genau, Leute, die dann halt wirklich schon über Generationen, über Jahre, also die Tiere über Generationen, nicht familienmäßig über Generationen. Ich glaube, so lange sind die Zweckgarnelen noch nicht im Hobby, genau, so aber Garnelen-Generationen gehen ja schnell, ne? Das ist genau, der Vorteil. Ja. Genau, und die dann halt immer wieder selektiert werden und dann auch schon so gefestigt sind, dass man dann nachher nicht mehr viel arbeitet, weil die meisten wollen halt nicht nochmal viel danach selektieren, sondern die meisten Kunden wollen die in ein Becken reinpacken. Und weil sie halt nicht lange leben, die Garnelen, ist man darauf angewiesen, dass sie sich gut vermehren und dass die dann halt auch über Jahre dann in dem Becken ja drinnen bleiben können, das wäre dann wichtig, ne? Und dass die dann nicht ständig andere Farben werfen oder vielleicht sogar farblose bei rauskommen, die dann irgendwann immer mehr werden und die müsste man dann ständig rausfangen, das möchten die meisten nicht. Und deswegen, da wäre es dann gut, wie gesagt, wenn man schaut, dass man dann einfach bei einem guten Züchter die Tiere nimmt. Das heißt aber, wenn ich jetzt in meinem Beispiel bei dem Händler stehe, da sind jetzt die schönen Garnelen da, dann frage ich den Händler und sage, wo kommen die her? Mhm. Der sagt Import, dann sage ich, ja, ist blöd. Aber der sagt jetzt, ist es hier ein lokaler Züchter, dann habe ich ja schon mal bessere Chancen, dass das vernünftige Tiere sind als direkt aus dem Import oder Großhandel oder was auch immer, richtig? Ja, meistens schon, genau. Gut, und dann gibt's das ja kann man jetzt so pauschal auch wieder schlecht sagen. Ja, gut, aber unter Züchtern wird auch viel, sag ich mal, gemogelt. Ja, aber wenn ich jetzt, gut, wenn ich dann ganz sicher gehen will, dann suche ich mir halt, keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen, gibt es ja auch oft private Züchter, wo man auch mal wirklich hinfahren kann und sich die angucken kann. Und wenn ich da jetzt bei dem aus dem Becken meine Tiere mit meinem Zuchtziel rausfange, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter. Genauso wie jetzt natürlich wir das ja auch gemacht haben, bei dir die Selektion einmal vorgestellt, kann ich hier oben mal verlinken, wie das dann so standardmäßig aussieht, bin ich quasi schon so weit, dass ich einen Stamm habe, der hoffentlich von dem Züchter schon gut betreut wurde. Ja, bei dir sind wir da jetzt so weit sicher, dass du das ja schon ewig machst. Und wir das ja hier auch in den einzelnen Vorstellungen der Stämme quasi so ein bisschen skizzieren, wie du zu den Stämmen gekommen bist und
ja, wie lange dann da auch die Arbeit drinsteckt, den entsprechend zu festigen. Ne? Mhm. Wie lange dauert das dann jetzt? Also, wenn ich jetzt vom Züchter einen guten Stamm kriege, kann ich davon ausgehen, der ist direkt ein guter Stamm, richtig? Mhm. Ja, sollte, in der Regel schon so. Sein, ne? Der, genau, die Erbfestigkeit ist bei den, sag ich mal, guten Stämmen schon so, dass, ja, weiß nicht, also 100% ist es nie, aber sagen wir mal 95% auf jeden Fall kommen dann halt unter den Nachkommen genau die wieder raus, die man dann auch bekommen hat. Ne? Ja. Und wie lange würde das sonst dauern, wenn ich jetzt so ein Importtier nehmen würde und damit meinen Zuchtstamm starte? Ja. Kann man jetzt auch pauschal schlecht sagen, hängt immer so ein bisschen von der Variante ab. Bei einigen Varianten geht es schneller, bei einigen halt nicht so schnell. Aber so, sag ich mal, im Schnitt könnte man sagen, bräuchte man dann schon, ja, 4-5 Generationen, würde ich sagen. Okay. Circa, ne? Bis man die dann schon so einigermaßen fest hat, ja. Na gut, dann probiere ich das einfach mal aus. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also es war jetzt wirklich, ja, natürlich kenne ich da jetzt die Grundlagen von, aber da ich ja mit diesem Linienzuchtprogramm in Anführungszeichen doch so ein bisschen genau in die Richtung gehen will, eben einen neuen Stamm zu kreieren, der jetzt nicht vom Züchter direkt, ja, ich kann ja hier bei Stefan einfach nachfragen, kannst du mir bitte hiervon ein paar geben? Das ist in den meisten Fällen möglich, mhm, sage ich mal. Aber wenn man eben was Neues haben will, was jetzt nicht schon gefestigt ist, ja, da muss man natürlich entsprechend die Arbeit reinstecken. Das könnt ihr jetzt hoffentlich dann ein bisschen verfolgen, wie ich das mache. Und genau. Dann, da bin ich auch, ja, mal gespannt, wie das dann läuft. Schauen wir mal, wie lange es dauert und wie gut das Ganze klappt. Ja. Gut, in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Ciao.